Sozialverkündigung der Päpste hängt die Akzeptanz unserer Wirtschaftsordnung vor allem davon ab, ob es gelingt, die Erwerbsarbeit der abhängig Beschäftigten gerecht zu regeln. In 5 Thesen möchte ich folgend gerne skizzieren, welchen Beitrag die Sozialverkündigung der Kirche für die Fragestellung guter und gerechter Arbeit leisten kann. Eine erste: Arbeit ist nach dem Verständnis der Bibel Mitarbeit an der Schöpfung Gottes. Gott hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und unter seinen Auftrag gestellt, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Ihre Arbeit steht unter dem Anspruch der Mitarbeit an Gottes Schöpfung. Sie stellt eine wesentliche Dimension des Menschseins dar. Sie gehört zur Würde des Menschen als Ebenbild Gottes. Gibt es einen schärferen Einspruch gegen die rücksichtslose Ausbeutung der Arbeitskraft, gegen die Entwertung der Arbeit zum bloßen Kostenfaktor in einer Bilanz, als das, was wir als Vermächtnis der Bibel mitbekommen haben? Befragt man die Heilige Schrift, steht die Ruhe nicht im Gegensatz zur Arbeit, sondern stellt von Beginn an ihre notwendige Ergänzung dar. Als er sieht, dass es gut war, ruht der tätige, schöpferische Gott am 7. Tag von der Arbeit. Die Ruhe schließt die Arbeit ab. Arbeit ohne Ruhe ist unvollständig. Die Ruhe des Sabbats soll den Menschen erinnern, nicht so zu leben, als sei er der unbeschränkte Herr der Erde. Die Grundforderung des Sabbatgebotes könnte in moderner Formulierung lauten: nicht das Letzte noch herauszuholen, weder aus der Natur noch aus dem Menschen. Schließlich Jesus selbst, der als Sohn eines Handwerkers die einfache Arbeit kennt und in seinen Gleichnissen Bilder aus der Arbeitswelt nutzt, um das Reich Gottes zu erschließen. Vielen von Ihnen sind diese Gleichnisse vertraut, in denen Jesus vom Hirten, vom Sämann, vom Fischer oder Winzer spricht. Jesus steht hierbei nicht nur in der Tradition des biblischen Verständnisses vom Wert der Arbeit, wenn es also etwa im Lukas-Evangelium heißt, wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn, und im Jakobusbrief des Neuen Testamentes, vorenthaltener Lohn schreit zum Himmel. Jesus geht in seinem Einsatz für die Armen und Benachteiligten noch einen Schritt weiter. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg stellt er bisher gültige Begriffe von Gerechtigkeit auf den Prüfstand. Auch diejenigen Tagelöhner, die als Letzte angeworben wurden und deshalb nur kurze Zeit arbeiten konnten, erhalten vom Weinbergbesitzer, der für Gott steht, den vollen Tageslohn, weil nur so ihr Existenzminimum gedeckt ist. Und die anderen, die keinen entsprechenden höheren Lohn erhalten, werden aufgefordert, dieses Vorgehen nicht nur hinzunehmen, sondern es solidarisch mitzutragen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist in einer vom Begriff der Leistungsgesellschaft geprägten Wirtschaft schwer zu akzeptieren. Hier wird deutlich, dass Menschen nicht nur am Wert ihrer Arbeitsleistung gemessen werden dürfen, sondern unabhängig davon über Würde und Anspruch auf bedarfsgerechte Existenzsicherung verfügen. Ich komme davon ausgehend zu einer zweiten These. Arbeit ist keine Ware. Die Würde der arbeitenden Menschen muss respektiert, ihre Rechte müssen geachtet werden. Eine dritte These. Die Erwerbstätigen sind heute wieder mit erheblich mehr Unsicherheit konfrontiert. Besonders bedrängend ist die Lage für diejenigen, die geringfügig erwerbstätig sind. Damit eine vierte These.
Gute Arbeit gibt es nicht ohne einen gerechten Lohn. Der gerechte Lohn ist nicht das einzige Kriterium einer gerechten Arbeit, aber ein sehr wichtiges, auf das wir derzeit aufgrund des schnell wachsenden Niedriglohnsektors besonders zu achten haben. In der Tradition der päpstlichen Sozialverkündigung ist der gerechte Lohn immer ein familiengerechter Lohn. Viele Haushalte, die trotz 100% Beschäftigungsumfang unter der Armutsschwelle leben müssen, sind gerade Familien mit Kindern. Deshalb könnte durch familiengerechten Lohn die Kinderarmut in Deutschland erheblich reduziert werden. Damit eine fünfte These. Mögliche Kriterien für gute Arbeit. In der katholisch-sozialethischen Tradition ist der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital ein wichtiger Grundsatz. Ihm zufolge dürfen die Mitarbeiter nie nur als reine Erfüllungsgehilfen zur Verwirklichung von Organisationsinteressen, zum Beispiel des Interesses der Kapitaleigner an hohen Gewinnen, behandelt werden. Vielmehr müssen Beschäftigte immer auch als Personen und damit als Träger von Rechten gesehen werden. Dieser Grundsatz beinhaltet nicht nur die Verpflichtung, keine ungerechten Arbeitsbedingungen zuzulassen, er verpflichtet Arbeitgeber auch darauf, die Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass sie an den vitalen Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter und ihrer Angehörigen nicht vorbeigehen. Gute Arbeit stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sie ermöglicht sinnstiftende Tätigkeit und die Entfaltung kreativer Fähigkeiten. Gute Arbeit lässt Zeit zum Leben. Sie respektiert das Bedürfnis nach Erholung, nach Privatleben, nach sozialen Beziehungen und ermöglicht eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als Bischof von Limburg ist es mir ein wichtiges Anliegen, den bewährten Dialog gemeinsam mit den Gewerkschaften fortzusetzen. Und gerade in diesen neuen Herausforderungen, die uns derzeit beschäftigen, nach Lösungen für eine menschenwürdige Arbeitswelt zu suchen. Eines der Grundprinzipien der katholischen Soziallehre ist die Solidarität. Ein Wert, der in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren von vielen oft als nicht mehr zeitgemäß angesehen oder gar belächelt wurde. Individuelles Leistungs- und Gewinnstreben traten in den Vordergrund, Konkurrenz mit allen Mitteln, die dazu geführt hat, dass nicht selten der Mensch auf der Strecke geblieben ist. Sie als Betriebsrätinnen und Betriebsräte, als Engagierte in den Gewerkschaften wissen um die Bedeutung der Solidarität im Einsatz für gerechte und gute Arbeit. Gerade unter den anbrechenden, schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird es entscheidend sein, solidarisch für das Anliegen guter und gerechter Arbeit einzutreten. An dieser Aufgabe möchte ich mich mitbeteiligen und für diese Aufgabe wünsche ich Ihnen allen, die Sie an unterschiedlichen Orten ebenso dafür streiten, Mut, Zuversicht, Gottes Kraft und Segen. Vielen Dank.